Hallo und recht herzlich willkommen, meine Freunde. Ja, ich habe noch ein paar Waffen, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe, obwohl die schon eine ganz schöne Weile fertig sind. Fangen wir mal mit dem hier an, das habe ich schon mal angeteasert. Erinnert ihr euch an das Teil hier? Jo, es ist fertig, wie man sieht. Und hier, ich halte es mal richtig ins Licht, das ist die schönere Seite. Ihr seht, ich habe jetzt hier unten so eine ganz kurze Klinge dran gemacht. Ne, das hatte ich halt schon dran, aber ich habe die halt richtig schön geschliffen, wenn ich das so sagen darf. Auf der Seite nicht so schön, da habe ich nicht so gut umgekriegt. Leider. Und ja, das ist die Panzerbrecher-Axt. So nenne ich die. Weil mit dem Ding kannst du eigentlich echt überall durchzimmern. Und ich meine, wir haben an der einen Seite einen riesigen Haken, seht ihr den? Dem kommt man durch alles durch. Auf der anderen Seite haben wir hier eine dünne, lange Klinge, mit der wir überall durchhacken können. Man sieht, der Stab ist ganz schön lang. Ja, vom Boden aus. Okay, sieht man nicht wegen der Kamera, die ist doof. Es geht mir bis zum Hals. Und ich bin so 1,80 groß. Sagen wir mal so, das Ding ist so 1,60 groß ungefähr. Nur hat man eine ganz gute Range. Kann halt nicht stechen. Versteht sich, weil es keine Spitze hat, so, sondern man kann nur hacken. Das ist eine Hackwaffe und ja. Ist ziemlich hart. Also penetriert ganz gut. Man kann sofort durch eine Tür durchhauen. Absolut kein Gegner für das Ding hier. Und das ganze Gewicht liegt auch hier vorne. Der Mittelpunkt ist hier. Es ist ja ziemlich weit vorne. Die Mitte wäre ungefähr hier. Aber egal. Okay, genug zu der Waffe. Die ist eh noch nicht fertig. Ich will den Griff noch ändern, weil der ist blank aus Stahl. Genauso wie bei der hier. So. Das ist meine, keine Ahnung, Tank-Axt, wie man sieht. Den Axtkopf, da habe ich nur eine Spitze dran gemacht, damit man damit zustechen kann. Und, joa. Die Spitze ist halt aus Eisen, die ist ziemlich instabil, die kann ich nochmal schmieden. Kann ich ja jetzt mittlerweile. Und ja, der Rest hier, der Griff ist einfach aus Stahl. Man könnte auch schon pur hier mit zuschlagen, wäre schon ein harter Knüppel. Und, joa, hat halt sau viel Gewicht. Kannst du halt richtig gut durchhacken. Und ja, ist ein bisschen unpraktisch, aber ist ganz cool. Ich hätte dazu nichts zu sagen. Ist ja nur eine einfache Axt mit einem ziemlich fetten Stahlgriff. Okay, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich das hier machen kann im Sitzen. Okay, das hier ist der Executioner. Den dürftet ihr schon mal in einem Video gesehen haben. Und ja, den habe ich natürlich nicht selber gebaut. Das war ein Heuballenschneider. So ganz kleine Heuballen. Also unser Haus ist ein ehemaliger Bauernhof und ja, das hatten wir noch in der Scheune rumliegen. Und ich habe es ein bisschen umfunktioniert. Ich habe jetzt hier einen Griff dran gebaut aus Holz. Hier ist Holz unten drunter. Und ja, wie ihr in meinen Testvideos schon gesehen habt, man kann damit ziemlich hart zuschneiden und kriegt hiermit ziemlich viel zerhackstückelt. Das Ding wiegt ziemlich viel. Der Balancepunkt ist hier. Über dem Griff gerade so. Deswegen, wenn man es so nimmt, hat man es ganz gut unter Kontrolle. Und kann es schwingen, aber hier drin nicht, weil es ist ein bisschen zu heavy. Die Klinge ist saudünn dafür, dass es so fett ist, das Teil. Und sie ist immer noch gerade, die lässt sich nicht verbiegen. Die ist ziemlich stabil. Ja. Mehr gibt es hierzu nicht zu sagen, Leute. Das waren noch so ein paar Waffen, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Und ja, also, das hier ist der Executioner. Für die, die sich wundern, was ich im Testvideo unten drunter geschrieben habe. So, haut rein. Tschüss.